Gut. Herzlich willkommen zu Jetzt TV Live, auch über Zoom heute. Genau. Dann vielleicht kurz nochmal als Einleitung. Es gibt keine Botschaft, es gibt nichts zu sagen wirklich. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist natürlicherweise stimmig und ganz. Es gibt nichts anderes außer das, was scheinbar passiert. Das ist es, könnte man sagen. Das Sitzen vor einem Bildschirm, diesen Worten. Oder diese Worte und das Hören und die Umgebung, in der jeder sitzt oder steht oder liegt. Das ist es. Da gibt es keine tiefere Realität. Das hat keine spirituelle Dimension. Das hat keine metaphysische Dimension. Alles ist einfach eins zu eins es selbst. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, und das schließt eigentlich das erste schon mit ein, ist, es gibt kein getrenntes Erleben. Also das, was passiert, ist ungeteilt, das ist alles. Und es gibt nichts, was außerhalb dessen steht, was scheinbar passiert. Das wäre im weitesten Sinn die Illusion, das Gefühl, ein Ich zu sein oder das Gefühl, etwas Bestimmtes zu sein, das sich selbst erlebt oder das sich selbst erfährt. Dieses Erleben, könnte man sagen, gibt sich verschiedene Namen. Präsenz, Gewahrsein, Bewusstsein, Sein, ein Gefühl von Sein, ein Gefühl von Existenz, Ich. Selbst. Und es sind im Prinzip alles Namen, die sich die Illusion selber gibt. Ich bin ein Ich, ich bin Gewahrsein, ich bin vielleicht sogar reines Gewahrsein oder eine Seele, ich bin eine Seele. Irgendwie sowas. Die Suche entspringt genau diesem Erleben, könnte man sagen. Es ist dieses Erleben, jemand oder etwas zu sein. Und die Suche nach einer tieferen Erfüllung, das gehört zusammen. Dieses Gefühl von Trennung, dieses Gefühl, dieser energetische Eindruck, etwas Eigenes zu sein, geht einher mit dem Gefühl des Verlorenseins, der Trennung, dem energetischen Eindruck, aus dem Paradies geworfen zu sein im weitesten Sinn und den Weg dorthin zurückfinden zu müssen. Daher kommt natürlich die ganze Spiritualität auf der einen Seite, aber natürlich auch alle anderen Ideen von persönlicher Erfüllung in der Welt, dadurch, dass man genug Geld verdient, dadurch, dass man eine große Familie hat oder wie auch immer. All das gehört zu diesem Erleben, jemand zu sein. Worauf hier hingewiesen wird und ohne realen Grund ist, dass dieses ganze Erleben keine Substanz hat. Das heißt, dieses Ich ist geträumt. Und in Bezug auf was wir heute besprechen, ist es der einzige Traum. Ich bin, mich gibt's. Und dann könnte man noch sagen, wenn ich sage, das ist ein Traum, meine ich damit, da ist nichts. Da ist überhaupt nichts Substanzielles. Ich bin als reales Erleben findet nicht statt, hat nie stattgefunden. Und wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnen mag und eine Zukunft annimmt, wird es auch nie passieren. Na gut, das ist es. Es gibt keine Lehre, keine Belehrung, kein Schüler, keine Schülerin. Die natürliche Realität ist eine sehr gewöhnliche Realität. Es ist nichts Außergewöhnliches. Die Suche nach dem Außergewöhnlichen ist Teil des Traums. Nach dem außergewöhnlichen Wissen, nach der außergewöhnlichen Erfahrung, nach dem Ankommen, nach dem außergewöhnlichen Ankommen. Ist alles geträumt. Gibt es nicht, braucht es nicht. Ich hätte es noch keine Frage, aber von Lichtsäule Herzensmensch einen wundervollen guten Abend an alle. Das ist lieb. Guten Abend. Zurück.
Von allen spreche ich im Namen aller. Nee, ich spreche nur in meinem Namen. Eine Frage von Narasimha. Hi Andreas, was verhindert das Ende des Ich-Erlebens? Einheit, das, was scheinbar passiert, verhindert es. Es gibt sonst kein Hindernis. Meine Illusion dieses Erlebens ist das, was scheinbar passiert, und das Ende davon auch. Aber es gibt keine Antwort darauf. Es gibt auch kein Hindernis. Diese ganze Idee von Ich-Auflösung und Hindernissen, die man überwinden muss und kann, gibt es alles nicht. Es gibt keine Hindernisse. Diese Fragen im Zoom-Chat, die lese ich vor. Wie du magst. Okay, dann mache ich auch noch ein bisschen. Dann lese ich die im Zoom, lese ich dann vor. Okay. Okay. Hallo Andreas und guten Abend in die Runde. Hallo. Kannst du ein bisschen was über den Zustand erzählen, wenn das Ich im Sterben liegt? Also wenn sich das Ich und das Nicht-Ich abwechseln. Wie war das so bei dir? Teil 1. Oder ich lese gleich noch. Fühle mich zunehmend in Gruppen unzugehöriger. Komisch zu beschreiben. Als wenn man noch irgendwie versucht, dazuzugehören, aber im Innern schon weiß, dass alles irgendwie sinnlos ist. So fühlt es sich auch in anderen alltäglichen Situationen an. Fängt so das langsame Dahinschmelzen des Ichs an, wovon du gesprochen hast? Danke für die Worte, die dir dazu einfallen. Naja, was du beschreibst, ist das, was scheinbar passiert. Es ist nicht Teil eines Prozesses. Natürlich könnte man sagen, was scheinbar passiert ist, dass das Ich oder dieses Erleben, na, zumindest mal eins ganz auf die Mütze gekriegt hat. Das heißt, es scheint alles nicht mehr ganz so sicher und echt und real in deiner Geschichte, wie es vorher war. Das ist allerdings alles das, was scheinbar passiert und nicht wirklich Teil eines Prozesses ist. Das heißt, es gibt überhaupt keine Aussage darüber, ob das irgendwo hinführt oder wohin das führt. Genau. Und es gibt keine Blaupause für, wenn das Ich stirbt, weil alles möglich ist. Von einer ganz intensiven Suche, die dann erst losgeht, nach einem ersten Loch im Erleben oder nach einer Resonanz mit dieser Botschaft. Es kann aber auch sich abschwächen, es kann sanfter werden, da gibt's überhaupt keine Regel oder Wahrheit darüber, wie es ist, wie es dann ist. Und ja, als ganz starke Vereinfachung, es fühlt sich einfach an wie zwischen zwei Welten. Und das, was du beschreibst, irgendwie ist alles nicht mehr so echt und gleichzeitig ist trotzdem der Versuch, da zu finden, dazu zu gehören, irgendwie Anteil zu nehmen an der realen Welt und doch noch irgendwas rausquetschen zu wollen. Ja, Erik, ich glaube, man kann einfach so drauf lossprechen. Aber du musst das Mikrofon noch an. Ah, jetzt, ja. Servus, Andreas, servus in die Runde.
Das, soll ich sagen, das, was du beschreibst, ist völlig nachvollziehbar. Und ich, ohne ich, sag ich mal, da ist der Eindruck, dass das hier auch passiert. Ja. Sei es so ist, ist das, was man so Leben nennt, wesentlich unmittelbarer, wesentlich direkter bei der Arbeit, überall, so ohne diese, ohne Wertungen und so. Trotzdem passiert es allerdings klar, dass da Interessen sind an etwas, am Schachspielen, am in irgendwie besser werden wollen, am YouTube-Video gucken, am irgendwas. Da ist nur irgendwie nichts mehr, das sagt, das ist für mich, sondern das ist halt das, würdest du das auch so beschreiben? Aber Ja, irgendwie wieder schon für mich, weil wenn ich sage, ich gehe Geld, also ich gehe Geld verdienen, ist das Geld ja auch für mich. Also es ist so, das ist halt das, was in der Geschichte passiert, aber ohne die. es dient niemandem zur Erfüllung, würde ich Ja, sagen. genau, ohne Das Erfüllung. ist im Prinzip, das ist nicht erklärbar oder das kann sich das ich nicht vorstellen, wie sich der Körper, was jetzt auch so ein bisschen eine Theorie ist, ne, dass da ein Körper ist und so, dass der Körper sich um sich kümmert, ohne dass es jemandem zur Erfüllung dient. Und das Gleiche mit Freude am Schachspielen oder Freude an irgendwas. wie das normale Leben ist, wie das scheinbar normale Leben ist, ohne dass es persönlich ist oder ohne dass es einem Ich dienen muss. Das ist nicht, kann man einfach nicht beschreiben. Und besser werden wollen, kann aber auch dazugehören. Naja, ist halt scheinbar. Ja, Besser werden wollen braucht halt kein besser sein ja. oder kein besser werden. Aber diese Idee von besser werden kann natürlich passieren, vor allem beim Schachspielen. Bei mir ging es bisher nie über diese Idee hinaus. Was so viel heißt wie, ich bin nie besser geworden. Aber genau, als Idee ist es vorhanden. Okay. Danke. Danke. Aber das sind ja auch alles Ideen, die einfach nur passieren. Ja. Oder? Weil 2008, da hat mich der Traum sozusagen in die Klapse gebracht. Da lag ich ein paar Monate oder nee, Monate nicht, aber 6 Wochen und mit Tabletten oder was dann, oder da ging das dann los, das war vor 12 Jahren ist das gewesen, da ging das dann halt los, dann erstmal die Klapse, da ging gar nichts mehr. Und das hat sich dann so bis heute im Prinzip so nach und nach, aber Stück für Stück hat es sich bei mir so verloren, dass das Ich ist zwar noch da als Wort, aber so von der Empfindung früher wollten wir immer alles Mögliche erreichen und irgendwas werden und das ist aber jetzt alles weggefallen. Da ist eigentlich nur noch im Prinzip so innerlich noch, ja, manchmal etwas Unruhe da, aber wie schon gesagt, das ist dann, ja, das kommt auch und verschwindet auch wieder. Ja. Und jedes Mal, wenn ich dich dann angucke oder man teilt dann so aller jeden Monat oder alle 2 Monate, da ist dann wieder was irgendwie weggefallen, sage ich einfach mal. Weil es fällt eigentlich bloß was weg. Ne? Und ja, es kommt ja nicht dazu, es fällt bloß weg. Und es wird halt dann ruhiger und normal, also normaler halt dann. Es fühlt sich alles ganz normal an. Dann macht sein Zeug, sein Hobbys. Und ist dann nicht mehr so, wo man sagt, jetzt, das ist jetzt, macht jetzt so richtig Spaß wie früher. Das macht man einfach und dann ist das okay, vollkommen in Ordnung. Ohne Wertung dann. Und das passt dann und ja, und da geht es dann weiter. Ohne dass dann immer ständig die Frage immer irgendwas gestellt wird. Ist das jetzt richtig oder nicht richtig? Das war früher, ja. Das, aber es ist, hat sich auch alles mehr oder weniger aufgelöst. Ja. Manchmal bis ein paar auf kleine Reste, die dann immer so ein bisschen rumzirkulieren, aber ja, Ja. ist eigentlich auch nur noch, ja, Gespinne. Ja.
Also ist mein Erleben so, was ich jetzt so die letzten Jahre so erlebt habe. Ja. Und das Video, wie du es auch schon sagst, passiert einfach dann das Ganze. Was? Das ist, nur so das Leben selbst an sich. Es passiert einfach. Ja. Egal, was da kommt oder erscheint. Ja. 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 Danke. Dein Mikrofon ist aus, Yvonne, falls du zu mir sprichst. Ja, eine Frage im Chat von Sunny. Partnerschaftsprobleme, alles nur wegen einem scheinbar getrennten Ich? Nö, muss nicht. Also Probleme, ja. Weil vielleicht die Partnerschaftsprobleme dann schon, aber ich weiß nicht genau, was du meinst. Michael schreibt, ein Relativ in einem relativen Total, das nach Absolutheit verlangt. Okay. War da ein Fragezeichen dran oder war das? Nein. Nee, okay. Sani schreibt weiter zu dem Partnerschaftsproblem. Ja. Ich meine, Kraft. Ja, jetzt war es gerade kurz abgehakt, die Frage. Kannst du nochmal die Frage vorlesen? Sani schreibt zu dem Partnerschaftsproblem. Ich meine, Konflikte und Trigger in einer Partnerschaft. Nö, das braucht kein Ich. Nö, Konflikte und Trigger brauchen kein Ich. Es wäre höchstens, dass ich das dann eine Lösung dafür will, um irgendwie dann besser dazustehen oder sowas. Nee, nee. Ich meine, es gibt natürlich nicht so etwas wie eine reale Partnerschaft. Also, dass sich zwei Leute irgendwie eine Wohnung teilen oder sich öfter sehen als mit anderen Leuten. Das wäre das, was scheinbar passiert. Aber es gibt letztendlich nicht so etwas wie eine reale Partnerschaft. Und dass sich zwei Leute auch triggern können, ist auch das, was scheinbar passiert. Trigger hat im Prinzip nichts mit dem Ich zu tun. Also, auch das können wir wieder so und so sehen. Weil natürlich bei allem, was passiert, wenn da diese Illusion ist, diese Illusion auch irgendwie mit anspringt und Angst um ihr persönliches Glück hat, um ihr kleines bisschen Glück, das sie durch die Beziehung glaubt zu bekommen, oder das ich glaubt zu bekommen durch die Beziehung. Ich meine, da kann sein, dass natürlich Konflikte oder Trigger wie eine höchst dramatische Sache scheinen, die natürlich dringend bearbeitet werden muss, weil man sein kleines Stückchen Glück bewahren will, das, wie gesagt, man glaubt, von der Beziehung zu bekommen. Aber das ist ein Traum. Trigger machen niemandem irgendwas. Das passt schon. Harasima fragt, hier ist die Idee, dass noch mehr Trauma aufgearbeitet werden muss, damit sich Ganzheit offenbaren kann. Wie siehst du das? Ja, das ist natürlich, Teil der Geschichte, dass da jemand ist, und dass sich Ganzheit offenbaren wird und kann und dass es irgendein Hindernis gibt. Dieses Ich ist eine völlige Illusion.
Und der Rest ist Geschichte, sozusagen. Völlig egal, was die Geschichte dann ist. Nee, nee. Es gibt keine realen Traumata. Das ist das, was Traumata sind, das, was scheinbar passiert. Die Illusion ist, dass da jemand ist, der sie hat und der an ihnen arbeiten kann, um Ganzheit zu erzeugen. Die ganze Suche nach Ganzheit ist geträumt. Und wie gesagt, das ist der einzige Traum. Irgendwann werde ich ein freies Ich sein, ein absolut geliebtes Ich oder ein absolut liebendes Ich. Irgendwann werde ich ankommen in der Wahrheit, in der Freiheit, in der Klarheit, wie auch immer. Das gibt es nicht. Und alles andere ist tatsächlich völlig egal. In Anführungszeichen, in Bezug auf diese eine Frage, wie kann ich ein erfülltes Ich werden? Diese Frage bleibt für immer unbeantwortet und nichts kann das herbeibringen. Kein Grad an Heilung, das natürlich eh schon überhaupt so zu denken ist, natürlich sehr in der Geschichte. Kein Grad an Heilung erzeugt ein erfülltes Ich und kein Grad an Traumatisierung verhindert. Irgendwas verhindert das Nichtsehen von Einheit, was weiß ich. Das, was scheinbar passiert, ist natürlicherweise stimmig und ganz. Und nochmal, das schließt jeden Grad an Traumatisierung oder Heilung mit ein. Aber wie gesagt, das, was scheinbar passiert, braucht auch nicht diese Art von Gutheit, von der das Ich träumt. Dieser Traum hat immer einen Erlösungscharakter, hat immer den Traum von Erlösung. Und es gibt keine Erlösung. Aber das Ich glaubt an irgendeine Heilung. Ja, genau, an Erlösung. Und wenn Heilung diese Erlösung bringt, dann ist Heilung das Mittel der Wahl. Könnte aber genauso gut Geld sein oder Meditation oder die Partnerschaft. Wobei das Konzept von Partnerschaft und das Konzept von Heilung geht auch oft sehr nah zusammen. Sorry. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, Erlösung. Ja, geht immer um Erlösung, nämlich. Erlöst werden von der Last der Suche letztendlich. Was das Ich übersieht, ist, dass es selber in Anführungszeichen die Ursache für die Suche ist. Fanny fragt im Chat, wenn man körperlich angegriffen wird, das passiert einfach. Ja. Sich wehren passiert auch einfach. Ja. Geschehen lassen, Fragezeichen. Alles passiert einfach so. Ja, genau. Es braucht kein Geschehen lassen. Also, wer muss geschehen lassen? Wieder, dieses Ich ist geträumt. Es passiert sowieso das, was passiert. Es braucht niemand. Es braucht kein Geschehen lassen. Es wäre auch der hilflose Versuch, das Ich auch noch irgendwie mitspielen zu dürfen. Mia Ma fragt, wenn es kein Ich und kein Du gibt, gibt es auch keine Partnerschaften, oder? Genau, jawohl. Partnerschaft ist geträumt. Also, dass zwei Ichs eine Verbindung eingehen können. Partnerschaft, Feindschaft, wie auch immer. Ja.
Da habe ich ganz schön lange geträumt, 20 Jahre lang. Ab 42, vorher gab es keine Suche. Ja. Meine, für die meisten Leute ist Suche einfach ganz normal zu leben und so ihre kleinen Zielchen zu verfolgen. Ja. Erik, warte, müsst das Mikrofon anmachen. Ja, da wollte ich gerade reingrätschen, weil du sagtest, Ziel, um die kleinen Ziele zu verfolgen. Nur die kleinen Ziele, also jeder verfolgt ja kleine Ziele. Also du ja auch, wenn du jetzt sagst, mein Ziel ist es, hier den Zoom-Talk zu machen. Aber nicht dann mit dieser Intensität für mich, sondern Ja, einfach. das meinte ich damit. Das meine ich damit. Ich meine, die wenigsten Leute suchen irgendwie nach absoluter Erfüllung, leben aber quasi von kleiner Erfüllung zu kleiner Erfüllung. Und hier gibt es kein Erleben davon, überhaupt zu leben und auf ein Ziel hinzuleben. Ich erwarte, hier ist jetzt nichts, was irgendwie so ein Gefühl des Ankommens erwartet, wenn der Zoom-Talk geschafft ist. Hier ist jetzt kein Gefühl davon, dass ich den Zoom-Talk jetzt mache und in einer Stunde, wenn er aus ist, ich nach getanem Werk aufs Sofa falle und so eine innere Befriedigung spüre. Und das meine ich, so würden in sowas suchen die meisten Leute. Eben in diesen kleinen, jetzt muss ich da durch und dann kann ich eine Zigarette rauchen. Jetzt muss ich wieder irgendwas tun und dann kann ich genießen. Jetzt muss ich mal wieder meditieren und danach kann ich meine 10 Minuten wirkliches Loslassen genießen. So meine ich. Diese Dynamik ist völlig verpufft. Oder dieses, ich plane jetzt den Urlaub, den ich dann im September 2024 habe. Und darauf freue ich mich jetzt und da arbeite ich drauf hin und dann kann ich mich entspannen und jetzt muss ich arbeiten, genau dafür. Genau, es ist eigentlich, das Ich lebt eigentlich in diesem Erleben von Tun, Ankommen, Tun, Ankommen. Nichts davon ist real, weder das Tun noch das Ankommen. Und das meine ich mit kleinen Zielchen oder so. Hier gibt es keine Ziele. Auch wenn ich scheinbar möchte, dass ich den Zoom-Talk jetzt mache, aber das dient überhaupt nichts. Das dient keiner Art von innerer Befriedigung sozusagen. So war das gemeint. Es ist eben das, was passiert. Es ist das, was scheinbar passiert und ist schon total und komplett für niemand. Es gibt kein Erleben davon, dass es total und komplett ist. Es ist es einfach. Okay, danke. Ja. Dann, das passiert dann einfach. Ja, scheinbar, genau. Was keine billige Erklärung sein soll, was nicht irgend so eine dahergeplapperte Antwort auf alles sein soll. Manche Leute würden vielleicht sagen, damit kann man ja alles rechtfertigen. Nee, es ist keine Rechtfertigung. Das, was passiert, braucht keine Rechtfertigung. Das macht einfach das, was es will. Das muss auch kein Ich zufriedenstellen oder sowas.
Das ist einfach nur das, was passiert. Und ob das die Treppe runtergehen ist und Kaffee trinken oder das befriedigt die Suche natürlich nicht. Also muss es auch nicht. Aber so ist es nicht gemeint. Meint das Ich würde das natürlich lieben. So ein einfaches Konzept, dann passiert einfach alles. Alles passiert nur oder sowas. Also so ist es nicht gemeint. Lichtsäule mehr Herzensmensch schreibt, dann gibt es auch keine Gesellschaft. Ja, genau. Das wird viele entlasten. Genau. Kein Ich, kein Wir. Genau. Alexander schreibt, ist die Suche auch manchmal versteckt, so dass man denkt, man würde nicht suchen, aber sucht dieses Nicht-Suchen dann? Fragezeichen. Ja, natürlich, klaro. Ich meine, es gibt viele Leute, die das Gefühl haben, sie haben gefunden. Na, die würden sich nicht als Sucher bezeichnen, aber das bleiben dann Handelnde. Und was, ich sag mal, die meisten Leute angeht, da würden sich tatsächlich wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich weniger als Sucher bezeichnen, sondern ja, als Handelnde. Leute, die ihr Leben im Griff haben, die ihre Ziele verfolgen, die wissen, was sie wollen und im Prinzip damit beschäftigt sind, diese Ziele zu erreichen. Die würden sich selber wahrscheinlich gar nicht als Suchende sehen. Sobald es die Illusion gibt, jemand zu sein, findet irgendeine Art von Suche statt. Und die Suche kann natürlich, wie gesagt, auch aus dem Eindruck bestehen, etwas gefunden zu haben. Aber um diesen Eindruck für sich selber halten zu können, braucht es auch wieder eine Methode, irgendein Konzept, das man sich erzählt. Es ist niemals unbedingt. Das gibt es nicht im persönlichen Erleben. Unbedingtes Nicht-Suchen. Wenn ein Ich sagt, nö, ich suche gerade nicht, dann kommt immer irgendeine Erklärung, warum. Weil ich bin gesund, weil mir geht's ja gut, weil ich suche nicht mehr, ich trinke jetzt Alkohol jeden Abend. Irgendwas kommt da immer. Dieses Ich wird immer wissen, warum es nicht mehr sucht. Und das ist aus meiner Sicht oder aus dieser Sicht immer noch Suche. Der Versuch, eine Position zu halten, zum Beispiel. Wobei aus meiner Sicht das dann auch nicht versteckt ist. Das ist ja das Spannende. Suche ist niemals versteckt. Die wird immer ganz offen berichtet und liegt offen da. Keine Suche ist versteckt. Es bleibt nur vielleicht dem Ich und seiner jeweiligen Geschichte, an die es glaubt, verborgen. Weil das Ich letztendlich keine Ahnung hat, was Suche ist. Das Ich hat keine Ahnung, was es selbst ist und was Suche überhaupt ist. Karin Anna fragt, jedes Opfer sucht seinen Täter. Was sagst du dazu? Es gibt kein Opfer und es gibt keinen Täter. Mai Möhm schreibt, also ich verstehe es nur so semi, aber eigentlich verstehe ich nichts. Da ist Ja, keiner. genau.
Genau. Es gibt kein Verständnis. Es gibt nichts zu verstehen. Und das andere wäre eine Hoffnung. Wenigstens halb zu verstehen ist eine Hoffnung. Jemand fragt, Spaß an was auch immer ist keine Bedürfnisbefriedigung, sondern bereits das, was passiert, scheinbar. Stimmt's? Ja, Spaß kann passieren, ja. Oder freudvolle Gefühle. Ja, genau, ist das, was scheinbar passiert. Ja. Zum Glück, was? Narasimha fragt, da das Ich scheinbar konditioniert wurde von Kindheit an, dann kann es durch Überprüfung, wie sie Ramesh Beiseker empfiehlt, dekonditioniert werden oder nicht? Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube auch nicht wirklich an ein konditioniertes Ich. Der Körper wird konditioniert. Das Ich ist keine Konditionierung. Es ist das Erleben von Anwesenheit. Und was hier gesagt wird, ist, das ist völlig geträumt. Da ist überhaupt nichts, was zu dekonditionieren wäre. Diesen Prozess gibt es nicht. Es gibt keinen Weg, es gibt keine Methode. Mia fragt, lieber Andreas, wir haben nun gehört, was es alles nicht gibt oder nur scheinbar gibt. Was gibt es nun tatsächlich deiner Wirklichkeit nach? Nichts. Da ist nichts. Es gibt keine Art von Wirklichkeit. Es gibt keine Wirklichkeit, Wahrheit. Michael schreibt, bei mir hat sich das Ich nach starkem Kopfweh wie eine jahrzehntelange angstvolle Verkrampfung aufgelöst. Ja. Ein spiritueller Lehrer oder sowas würde jetzt bestimmt ein Buch schreiben, Kopfweh als Weg. Ja. Dann ist ja im Prinzip alles so, wie es ist oder was passiert oder scheinbar passiert, immer in Ordnung. Gibt's, ja, aber für niemand. Ja, ne, klar, das ist voraussetzt, da ist ja auch niemand da. Genau. Ja, da ist ja niemand da. Also ich habe auch niemand gefunden oder es steht niemand. Ja. Und egal, ob das jetzt schön ist oder schlecht oder mal angenehm oder unangenehm, im Prinzip ist das alles in Ordnung. Genau. Ich sitze jetzt auch manchmal da, da ist früh dann Langeweile, da weiß ich gar nicht, was ich anfangen soll. Nun, da sitze ich einfach da und wird dann irgendwann passiert etwas. Aber da sind jetzt keine Gedanken, da muss ich jetzt irgendwas, weil ich jetzt rumsitze oder keine Ahnung, oder was ich mit der Arbeit mache oder ob ich mich selbstständig mache, das ist alles offen. Ja. Doch grätscht manchmal das Ich oder das scheinbare Ich dazwischen. Ja, müsste doch und aber ja. Aber letztendlich ist das dann immer wieder weg. Ja. Und das ist aber auch das, was einfach dann passiert oder scheinbar passiert. Absolut, genau. Ja. Alles ist einfach es selbst und das ist natürlicher Frieden. Weil letztendlich, ich meine, sitze ich ja dann ohne da immer, jetzt habe ich hier dann, sagen wir mal, ein bisschen Kopffusel und sage dann, ja, das, weil der Andreas jetzt gesagt hat, das scheinbar passiert, es ist passiert einfach. Oder es ist einfach. Ja, genau, ja. Es ist einfach ein fertiger Auspunkt.
Sozusagen. Also letztendlich ohne, dass damit irgendwas zum Punkt kommt. Aber ja. Ja, dann lassen wir den Punkt noch weg. Genau, ja, absolut. Yes. Ja, es ist einfach. Ich wollte gerade wieder sagen, Punkt, aber eben. Ja, ja, aber es. Das sind halt die Gewohnheiten, die dann auch noch ab und zu mal dann noch so zu Vorschein kommt, aber es ist letztlich alles hier Pille-Palle da. Ja. 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 Myanmar im Chat. Keine Wahrheit, keine Wirklichkeit, also nur ein Traum, der keinen Träumer hat. Jein. Also ich meine, das, was scheinbar passiert, ist in dem Sinn kein Traum. Der einzigste Traum wäre, dass es etwas Reales ist, das sich selber erfährt und selber kennt. Insofern gibt es nicht mal, es hört sich wirklich schrecklich an, nicht mal einen Traum ohne Träumer. Es ist totaler und blinder. Es ist unerfahren. Und wenn ich sage, es ist unerfahren, ist es natürlich schon ein Widerspruch in sich. Es gibt dieses es nicht. Es. Leben, Realität, Wahrheit, was auch immer das sein soll. Da ist nichts Reales. Das ist nichts Reales. Greifbares, Erfahrbares, Kennbares.
Hallo Andreas. Hallo, hi. Du hast vorhin was Schönes gesagt, und zwar, das Ich ist das Erleben von Anwesenheit. Ist das alles? Weil da gehören ja auch noch die ganzen ich-bezogenen Gedanken dazu. Oder können die auch auftauchen, nur dass dann kein Erleben von Anwesenheit mehr da ist? Naja, also das wäre die Basis, sagen wir so. Das Erleben von Anwesenheit ist eigentlich die Basis von diesem Ich-Erleben. Und dann scheinen sich darum aber noch allerhand Gedanken und Gefühle zu drehen. Auf eine Art ist das dann im Alltag für die meisten Leute eine sehr ganzheitliche Erfahrung. Das heißt, wenn diese Ich-Illusion verpufft, verpuffen natürlich auch viele Gedanken mit. Aber nicht zwangsläufig, oder kann man das gar nicht so sagen? Ja, das kann man gar nicht so sagen. Da kann man keine klare Grenze ziehen. Das ist die Sache. Oder vorher lässt sich das nicht wirklich wissen, was jetzt verpufft und was nicht verpufft. Vielleicht sind das eher so die Muster, die verpuffen, und so die praktischen Angelegenheiten wie ich muss mir was anziehen, bevor ich auf die Straße gehe oder so. Das bleibt dann schon noch als Gedanke. Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob da wirklich ein Ich dann im Gedanke ist oder so. Ich meine, Ich ist erstmal einfach der Name, den sich der Körper gibt. Das ist eine leere Information. Die bezieht sich eigentlich auf gar nichts. Also wenn der Körper versteht, dass sich der, also das ist ja alles so ein bisschen theoretisch, sorry, aber wenn der Körper scheinbar versteht, dass er sich eine Jacke anziehen soll, dann würde das einfach heißen, oh, ich muss mir noch eine Jacke anziehen. Hätte aber niemals etwas mit diesem erlebten Zentrum zu tun. Der würde gar nichts das Gefühl haben, als ich gefordert zu sein und die Jacke anzuziehen. Das Gleiche mit Gefühlen. Es ist nicht so, dass wenn das Ich wegfällt, Gefühle wegfallen. Und gleichzeitig kann natürlich ein Frust oder eine Verzweiflung darüber, dass man noch nicht erleuchtet ist, das kann natürlich nicht mehr passieren. Das heißt nicht, dass es nie mehr Frust gibt, aber das, was mit dieser Frust, der mit diesem Ich-Erleben zusammenhängt, der wird natürlich unmöglich. Und ähnlich ist mit den Gedanken. Man kann nicht von vornherein sagen, die Gedanken fallen dann weg. Aber ein ganz großer Pool an Gedanken, die sich quasi einzig und allein auf dieses Ich-Zentrum und auf die Suche nach Erfüllung beziehen, die tauchen natürlich nicht mehr auf. Aber das kann das Ich vorher nicht abschätzen. Man kann vorher nicht wissen, was wegfällt und was nicht wegfällt. Vor allem, weil das Ich, also es gibt erstens kein Ich. Und dieser Versuch, Klarheit darüber zu finden, was ist das Ich, was ist nicht das Ich, der findet eh nur aus dem Traum raus statt. Okay, weil ich fand das so genial. Ich dachte, Mensch, jetzt hast du endlich mal eine einfache Antwort. Das Ich ist das Erleben von Anwesenheit. Punkt. Ja, aber das stimmt ja nicht, weil es gibt kein Ich. Das heißt, es gibt kein Ich, das die Erleben von Anwesenheit ist. Okay, das Ich ist scheinbar. Das scheinbare Ich. Das war eine Geschichte, ja. Okay. Ja. Sorry. Wieder nix. Ja, zur Wahrheit bin ich nicht fähig. Myanmar schreibt einen Kommentar im Chat. Ja. Es passiert für nichts und wieder nichts. Das ist nicht mein Traum. Genau. Ja. Das, was scheinbar passiert, passiert für niemand und ohne Grund. Deshalb bleibt auch das letztendlich ungewusst, dass da überhaupt was ist, was scheinbar passiert. Auch das sagt sich natürlich so leicht daher, als ob das so leicht verständlich wäre oder sowas. Aber wenn da niemand ist, ist diese Aussage nicht möglich. Für sich selber sozusagen. Das Ich spricht eigentlich dauernd zu sich selber. Okay, okay. Ist alles das, was scheinbar passiert. Aha, ja, okay, das, ja. Kann ich als Antwort akzeptieren? So würde vielleicht das Ich damit umgehen. Aber es ist völlig ungewusst.
hat viel mit Abhaken zu tun. Ich würde immer gern diesen Moment abhaken, um schnell weitergehen zu können, um dann im nächsten Moment wieder suchen zu können. Daher kommt diese Hoffnung auf einfache Antworten und einfache Konzepte. Ah ja, was ist das hier? Das ist das, was scheinbar passiert. Okay, dann können wir weiter zum nächsten Moment. Dann schauen wir mal, was es für eine Antwort auf diesen Moment gibt. Ach so, auch ist das, was scheinbar passiert. Gut, zack, weiter. Wird ein bisschen langweilig dann nach ein paar Monaten, wenn das Konzept nicht mehr ausreicht. Aber okay. Hört sich so ein bisschen an nach Neti Neti, was ja manche praktizieren. Also nicht dies und nicht dies und das den ganzen Tag sich zu sagen. Genau, in der Hoffnung, dass da etwas übrig bleibt, das dann die Wahrheit wäre. Ist nicht das, was hier passiert oder worauf hier hingewiesen wird. Ist keine Methode hier, das ist die Sache. Vielleicht, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, könnte man sagen, dass diese Veranstaltung ein natürliches Neti-Neti ist, aber nicht als Methode. Denn wie gesagt, solange da jemand ist, der das als Methode ausführt, wird immer übrig bleiben. Das Ich kann nämlich alles verneinen, außer sich selbst. Es kann vielleicht noch das Konzept von einem Ich verneinen, aber das Erleben von Anwesenheit, das kann sich selber nicht verneinen. Und Neti-Neti als Methode braucht eben auch diese Anwesenheit. Da gibt es immer was, was diese Methode ausführen muss. Und ich meine, man muss sagen, es ist schon eine eher traurige Existenz, wenn man so durchs Leben geht. Das ist nicht, nee, das ist nicht, das ist nicht. Das ist eigentlich das Ich-Erleben nochmal kristallisiert auf den Punkt gebracht. Aber ja, ich habe auch schon gehört, dass das Leute machen. Es gibt nichts Falsches. Es gibt nichts, was ausgemerzt werden kann und muss. Auch kein Ich. Das Ich befindet sich in einem brutalen Kampf für den Frieden. Und es möchte alles auslöschen, was es als störend empfindet. Ein Krieg, der nicht zu gewinnen ist. Es gibt nämlich nichts Störendes. Es gibt erstens nichts Reales. Es gibt nichts, was man ausmerzen kann. Und es gibt nichts Störendes. Es gibt nichts, was die natürliche Realität stört und weg müsste und könnte. Dieser Kampf ist zum Scheitern verurteilt. Was nicht heißt, dass der Kampf weg sollte. Denn dieser scheinbare Kampf ist genauso in Frieden mit sich selbst wie alles andere auch. Auf ungekannte und unerfahrene Weise. Diese Veranstaltung hier, scheinbar, diese scheinbare Veranstaltung ist keine Belehrung. Ist nicht der Versuch, etwas wegzumachen, um in der Wahrheit anzukommen. Steht ein Kommentar und eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Ich lese mal vor. Keine Indikatoren für Wege, weil nichts wirklich passiert. Interesse für Indikatoren lebt in geglaubten Bedingungen für Freiheit. Dieses Interesse ist die illusorische Suche, so als sei sie nötig. Genau, könnte man so sagen, ja. Das Witzige ist, aus dem Ich-Erleben raus, fühlt sich die Suche absolut notwendig an, beziehungsweise die eigene Anwesenheit und die Suche, die daraus kommt, fühlt sich wirklich so an, als ob das sein muss. Und zwar in einer wahnsinnig existenziellen Weise. Eben genau das. Um den ganzen Tag Neti-Neti praktizieren zu können, braucht es mich. Ich muss erst mal da sein,
Und aus diesem Ich-Erleben kommt das Gefühl von, ich muss doch was tun. Das, was passiert, ist nicht meine Erfüllung oder das erfüllt mich nicht. Ich muss irgendwas tun. Aber damit ich was tun kann, muss ich erst mal da sein. Und so dreht sich das in Anführungszeichen im Kreis. Aber ja, dieses Gefühl von, ich muss doch, und zwar ganz direkt, gar nicht mal als Konzept. Als Konzept kann das Ich wunderbar zu sich selber sagen, ich weiß schon, die Suche braucht es eigentlich nicht, das ist alles schon eins und so weiter. Aber im Moment sozusagen, im Moment des Erlebens, ist immer das Gefühl, nee, also gut, dass ich da bin, auch gut, gut, dass ich da bin, ja, weil ich muss ja was tun. Es gehört zum Ich-Erleben, dieses Gefühl, dieser Eindruck. Gut, dass ich bin und gut, dass ich aufmerksam bin. Gut, dass ich da bin und mitkriege, dass ich noch nicht angekommen bin. Weil das war ja blöd. Wenn ich das nicht mitkriege, dann würde ich ja ganz schlaftrunken durch die Welt taumeln. Ja. Gut, dass ich so wach schon bin, dass ich bemerke, dass ich noch nicht erwacht bin. Ja. Ramona schreibt, alles ist, wie du so schön sagst, wie das schlagende Herz, das nichts von sich weiß. Alles ist wie das Herz, das nichts von sich weiß. Das hast du mal gesagt und damit fühlt es sich stimmig an, für niemand. Genau, absolut. Das ist die natürliche Realität, die sich selber nicht realisiert und gleichzeitig aber alles ist. Alles ist so. Jede Wand, jeder Gedanke, das Herz, die Ich-Illusion, alles ist einfach sich selbst, ohne eine Erfahrung von sich selbst zu haben. Da kommt nichts, da geht nichts, da ist nichts. Greifbares, Wahres. Gleichzeitig ist nichts da, was irgendwas verleugnet oder wegschiebt, wegdrückt, nicht haben will. Und auch in der Illusion, in der scheinbaren Illusion dessen, findet es nicht statt, dass irgendwas weggedrückt wird, dass irgendwas verhindert wird, dass irgendwas erschaffen wird, gemacht wird. Es passiert einfach nicht. Deshalb sage ich manchmal oder wird manchmal gesagt, dass es ein Traum ist. Weil diese Dinge, von denen die Person träumt, nicht passieren. Selbst während es sich so anfühlt, in Anführungszeichen, mir fällt nichts Besseres ein gerade, passiert es nicht. Während sich das Ich auf einem Weg wähnt, ist niemand auf einem Weg. Während das Ich glaubt, es ist gerade dabei, irgendwie Unheil aus der Welt zu schaffen, weil es versucht, nicht mehr zu denken oder irgendwie sowas, macht es das nicht. Unheil aus der Welt schaffen. Es passiert einfach nicht. Katharina fragt, wie kann der Kreis von der ewigen Suche unterbrochen werden? Weil, naja, der Kreis kann nicht wirklich unterbrochen werden. Das Ende der Suche wäre, wenn sie real wäre, der Tod des Suchers oder der Sucherin. Und der Tod des Suchers oder der Sucherin ist das völlig unlogische und unerklärliche Entpuppen davon, dass da überhaupt niemand sucht. Dass da niemand ist. Und das kann ich nicht besser oder logischer erklären. Es ist nicht logisch. Das scheinbare Auftauchen der Ich-Illusion ist nicht logisch und das scheinbare Ende davon auch nicht. Der Sucher oder die Sucherin wird diesen Kreislauf nie unterbrechen. Niemals. Es gibt nämlich nicht ein Ich, das getrennt wäre von der Suche. Ist das Gleiche. Ich und Suche ist das Gleiche.
Und letztendlich, sorry, ich kann gehalten, letztendlich ist die Frage schon Teil der Illusion. Die Annahme, dass es eine Sucherin gibt, die sucht. Hier ist die Frage, das, was passiert, ist schon eine bestimmte Idee davon, wie es angeblich ist, stimmt's? Genau, so wird es für das Ich verarbeiten, so würde das Ich das verarbeiten, diesen Satz, genau. Aha, da ist das, was passiert, und für das Ich-Erleben ist es immer mit einer Art von Wissen verknüpft. Genau, das, was scheinbar passiert, ist unwissbar. Und auch, dass da etwas scheinbar passiert, ist geträumtes Wissen. Genau. Worüber wir reden, ist eigentlich wie das, wovon es wir hatten, mit diesem schlagenden Herz. Worüber wir reden ist, dass das Einzigste, was es gibt, ist das schlagende Herz, ist wir vor einem Bildschirm, das sich selber nicht erfährt, nicht mal als anwesend, so wie das Herz überhaupt keine Ahnung über sich selber hat. Scheinbar passiert es, aber wie gesagt, da wird es schon tricky und es schlägt und erfährt sich nicht dabei. So ist alles. Alles ist so. Auch die Illusion von Selbstgewahrsein ist so. Und es macht nichts. Daraus folgt nichts. Das ist keine Wahrheit, die die Suche zu Ende bringt. Das Ich ist unstillbar. Und auch das ist das schlagende Herz. Die Suche, die scheinbare Suche, die einfach nur sie selber ist, in der es auch kein Ankommen gibt, in der es keine Wahrheit gibt und kein Ankommen gibt und braucht. Ich meine, diese ganze gefühlte Not von ich muss noch realisieren, ich muss ankommen. Es ist eine Scheinnot. Das sind Phantomschmerzen. Niemand brauchte bis jetzt dieses Ankommen. Es war die ganze Zeit nur geträumt. Egal wie alt hier jemand ist. 30, 40, 50, 60, 70 Jahre wurde diese Erleuchtung nicht gebraucht. Die ganze Zeit wurde dieses Ankommen nicht gebraucht. Es war immer schon natürlicherweise stimmig und ganz, aber eben für niemand. Und scheinbar ist die ganze Zeit dieses Ich mitgelaufen, ich kann nicht mehr, ich muss noch was finden, ich muss ankommen. Ich halte es nicht mehr aus, um es dann doch wieder auszuhalten. Da ist nichts. Also derjenige, der die Frage gestellt hat, heißt Roboter Mecha Intelligentsia und fragt und sagt jetzt, es ist schon nichts, daher wird auch nichts weiter draus, nur Effekte von Anwesenheit. Ja, genau. Das ist nichts. Und wie gesagt, nicht um es wegzuwischen. Ich sage nicht, das ist eigentlich nichts. Dass wir hier zusammensitzen und reden und hören, ist nichts. Reales, Greifbares, Erfahrbares, Einhegbares in eine Geschichte. Es ist nichts. Und bleibt dabei genau das. Das wird nie zu etwas Realem. Und es wird dadurch auch niemals nutzbar sein. Und das wäre dann der Traum. Ich kann hiermit was machen. Hier passiert doch was und es gibt mir was.
Sandy fragt, Sterben passiert einfach oder gar nicht real? Na, das kommt darauf an, was du damit meinst. Dieses gefühlte Leben von ich bin am Leben ist geträumt. Das heißt, dieses Leben und diesen Tod gibt's nicht wirklich. Und was scheinbar passiert ist, dass der Körper stirbt. Was sowohl real als auch irreal ist. Aber der lebende Körper erfährt sich nicht als lebend. Ist wie das Herz. Der lebt einfach für niemand. Das Einzige, was das Gefühl hat zu leben, wäre diese scheinbare Anwesenheit. Das, was glaubt, den Körper zu beleben, könnte man sagen. Diese Anwesenheit ist illusionär. Und wenn alles nach Plan läuft, wird das hier langsam älter und irgendwann aufhören zu funktionieren. Und das wäre das, was scheinbar passiert. Aber wenn manche Menschen jetzt zum Beispiel Demenz entwickeln und am Anfang kriegt man das ja noch mit, unter Umständen, dann werden es ja auch wieder zwei. Einer, der das mitkriegt, der andere, der nicht mehr kontrollierbar ist. Was ist denn da die Instanz irgendwie? Ja, da löst sich die Illusion einer Instanz auf, beziehungsweise eigentlich erst später. Was sich da ja eigentlich auflöst, ist einfach das Gehirn, oder? Die Funktion des Gehirns geht kaputt. Und es kriegt einfach noch jemand mit. Also ist das Denken und das logische Denken oder das Bemerken und das Denken schon irgendwie getrennt? Also ich krieg's gerade nicht zusammen. Ja, ich würde nicht sagen, dass das Ich das Denken ist. Das Ich ist dieses Gewahrsein, dieses Gefühl von Anwesenheit. Was dann das Entgleiten von dem geordneten Denken, sage ich mal, mitkriegt. Genau. Und die meisten darunter leidet, aber was ja aber auch wieder ein Gedanke ist eigentlich. Genau, naja. Ja, kann man so sagen, aber mein Eindruck ist eben, dass die meisten Leute sich schon sehr über ihr Denken definieren. Das heißt, was da kaputt geht, ist die Hauptmethode. Das, was quasi scheinbar ein Leben lang Sicherheit versprochen hat. Gibt es aber auch keinen Ausweg oder Patentlösung oder sowas? Nein, ne? natürlich, nee, es gibt keinen Ausweg. Für irgendwas. Aber genau. Ich habe das gerade in meinem nahen Familienbereich, deswegen mache ich mir darüber Gedanken, ja. Ja, aber ja, es ist für viele Leute höchst irritierend und beängstigend natürlich, nicht mehr zu wissen, wo sie sind, vielleicht ihren eigenen Namen manchmal zu vergessen oder die eigene Lebensgeschichte und das kann man alles noch mitkriegen. Ja. Aber was ich daran interessant finde, ist, dass irgendwie Grundsätze, die jahrzehntelang vorher unumstößlich gegolten haben, plötzlich total irrelevant sind, als wäre es nie da gewesen. Ja. Also das finde ich irgendwie ganz, ja. Erstaunlich. Aber damit hat man auch die Person irgendwie auch verbunden, also oder das machte die Person irgendwie auch aus und jetzt fällt das plötzlich weg. Ja. Es ist schwierig, damit umzugehen. Ja, das glaube ich, oder beziehungsweise ich habe keine Ahnung, aber das sind einfach die, also ich habe auch Erfahrung mit dir. Ich wollte jetzt nicht so, ich habe keine. Ja, natürlich. Das sind alles diese Sachen, über die man sich orientiert. Diese Sicherheiten, dieser Mensch ist so. Letztendlich auch nur, weil der hat immer so gedacht oder das war immer seine Meinung oder und es ist alles so willkürlich und nichtig
und für das Ich höchst erschreckend, dass das im Prinzip von einem Moment auf den anderen oder bei so einer Krankheit dann vielleicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten, was ja auch auf eine Art von einem Moment auf den anderen ist, einfach weg sein kann. Es kann alles weg sein. Die eigene Funktionalität kann weg sein, wenn der Körper schlapp macht. Ob das jetzt das Gehirn ist oder ob man in einem Unfall oder durch eine Krankheit oder das kann einfach aufhören. Gleichzeitig ist das Ich-Erleben überhaupt nichts Festes. Ja. Das heißt, dann könnte man sagen, aber das ist jetzt eine Geschichte, das grenzt jetzt schon fast an Weisheit, aber das nehme ich zurück. Selbst in der Geschichte ist es doch eine höchst fragile Realität. Ich sage es deshalb, weil es diese Realität letztendlich überhaupt nicht gibt. Es gibt keine feste und keine fragile Realität. Aber eben, wie gesagt, selbst in der Geschichte kann es im Prinzip von heute auf morgen alles anders sein. Auch bei den Leuten, wo scheinbar keiner mehr ist? Natürlich. Ja. Klar, das hier ist nicht davor gefeit, dass das Gehirn irgendwann auch noch kaputt geht. Nur im Vergleich zur Demenz wäre es jetzt andersrum gelaufen. Bei der Demenz geht zuerst das Gehirn kaputt und irgendwann am Schluss geht das Ich weg. In Befreiung ist es andersrum. Jemand schreibt hier, es ist wie eine Festplatte, die die Funktion aufgibt. Genau. Mehr ist es auch nicht. In dem Sinn. Eben eine menschliche Festplatte, die scheinbar komplexer ist und natürlich mit Gedanken und Gefühlen und so. Muss man ja, ich meine das gar nicht so technisch, wie es sich vielleicht anhört. Und trotzdem ist letzten Endes nicht wirklich verschieden davon. Sunny fragt dazu, Demenz vielleicht eine Form von Erleuchtung? Es ist ja kein Ich mehr da, oder ist da doch noch ein Ich-Erleben vorhanden? Ja, nee, erst kurz vorm Tod, wie wir es gerade davon hatten, so wie ich das kennengelernt habe, war da durchaus noch ein Ich-Erleben. Nur in diesen wirklich letzten Monaten oder die vielleicht Jahre sein können, wo eigentlich nur noch so ein Dahindämmern ist, da hatte ich den Eindruck, ist auch wirklich niemand mehr da. Aber ganz lang wird es natürlich erlebt von jemand. Wie gesagt, es gibt da keinen Unterschied. Ich glaube, nee. Also ich würde das, für das Ich ist es schwierig, das zu unterscheiden, weil das Ich natürlich die ganzen Funktionen als Ich definiert. Die meisten Leute glauben ja einfach, dass sie ihre Gedanken sind, ihre Meinungen, was sie übers Leben denken. Und dann hört sich das natürlich so an, wenn das kaputt geht, dass das irgendwas mit einem Ich-Verlust zu tun hat. Aber das sind einfach zwei völlig verschiedene Dinge. Weil das eine ist einfach rein funktional. So wie alles an Organ kaputt gehen kann, so kann halt auch das Gehirn kaputt gehen. Das ist halt so. Narasimha fragt, welchen Nutzen hat das Ich? Wozu ist es überhaupt entstanden? Na, es gibt keine Antwort darauf, weil das Ich niemals entstanden ist. Und das ist nicht logisch. Es wohnt nichts in unseren Körpern. Kein Ich, kein Spirit, kein Geist, keine Ich-Illusion. Da ist nichts. Und diese Frage wird offen bleiben. Das Ich, das nach sich selber fragt, im Innern, wer bin ich, was bin ich, wird niemals zu einer Antwort kommen. Und auch die Wissenschaft, die im Außen nach dem Ich sucht, also innen und außen scheinbar natürlich, die versucht, so das Ich zu finden, wird auch nichts finden. Es wird ganz viele Theorien geben, so wie es in Spiritualität ganz viele Theorien gibt. Und auch die Wissenschaft wird alle paar Wochen, alle paar Monate, naja, so schnell sind sie nicht, die wären froh, sie hätten eine gute.
Aber da kommt bestimmt auch noch was, was sich gut und stimmig anhört, logisch anhört. Und auch da wird es alle paar Monate eine neue Story geben und eine neue Antwort. Es gibt kein Ich. Es hat sich in den Menschen niemals ein Ich entwickelt. Und sorry, zu was es nütze ist, zu nichts. Was nicht da ist, kann nichts nützen. Ja. Dorothea fragt, hallo lieber Andreas, Gehirn, Funktion des Gehirns ist aber auch geträumt. Im Kopf ist kein Gehirn, das ist geträumt. Nee, das Gehirn ist das, was scheinbar passiert. Es ist nur nichts da, was das weiß. Das dein Gehirn ist. Wie gesagt, das, was passiert, ist kein Traum. Es ist real und irreal. Es ist traumgleich. Das heißt, ein Gehirn ist das, was scheinbar passiert. Körper ist das, was scheinbar passiert. Für niemand. Der einzige Traum wäre, wenn man so will, dass es ein reales, getrenntes Objekt Gehirn gibt, in dem reale, getrennte Gedanken ablaufen. Ist alles ungetrennt. Narasimha, der gefragt hatte, welchen Nutzen hat das Ich, schreibt noch aus neurowissenschaftlicher Sicht gibt es kein Ich. Genau. Also da würden jetzt manche Leute sagen, ja, die forschen ja erst noch und vielleicht finden sie mal eins und so. Und ich glaube, ich weiß nicht, welche Sparte, ob das die Psychologen sind oder die irgendwer, vielleicht auch die Neurologen, die sind schon feste dabei, Theorien zu entwickeln. Die kommen nämlich auch nicht drum rum, dass da doch verdammt noch mal was ist. Es erfährt sich ja jeder so. Aber genau, die finden nichts. Finden nichts Belastbares und werden auch nichts finden. Jetzt wollte ich fast schon sagen, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, aber ich habe ja gar keine Hand, also lasse ich solche Sätze lieber bleiben. Roboter Mecha schreibt, alles was erscheint, kommt und geht, aber ein besonderes Interesse für so etwas kommt nicht mal mehr vor, weil es für Auf- und Abtauchen keine Beihilfe braucht. Keinen Kümmerer? Fragezeichen. Ja, letztendlich gibt es kein Kommen und Gehen. Also dieses Erleben von Kommen und Gehen gehört natürlich zum persönlichen Erleben. Das heißt, das ist nicht real. Nicht, weil es kommt und geht, sondern weil es niemals zu keiner Zeit substanziell wird. Das heißt, dieses Kommen und Gehen ist eine persönliche Idee, ist eine spirituelle Idee, weil das Ich erlebt die ganze Zeit, dass Dinge kommen und gehen. Situationen kommen und gehen, das Wetter kommt und geht für mich. Ich bin hier, das Zentrum des Gewahrseins und alles, was mein Gewahrsein durchläuft, kommt und geht. Hoppla, jetzt räume ich noch den Tisch auf. Kommt und geht. Dieses Gewahrsein ist geträumt. Es gibt kein Kommen und Gehen. Es ist zeitlos, nicht existenz, nicht substanziell. Sitzen vor einem Bildschirm. Es gibt kein Auftauchen einer Erscheinung und kein Verschwinden einer Erscheinung.
Wenn keiner was fragt, lese ich noch einen Kommentar vor. Jutta schreibt, niemand weiß, was, da niemand da ist. Von nichts kommt nichts und scheinbar alles. Hallo erstmal. Hallo. Und Ja, warum nicht? Ja. Und Narasimha schreibt noch, es heißt, dass das Ich, dass das Gehirn ein Ich-Erleben erschafft, weil damit ein bestimmter Nutzen verbunden ist. Genau, so heißt es zurzeit. Ja. Genau. Ich glaube, die spirituelle Erklärung wäre sowas wie, Gott hat uns selbst Gewahrsein gegeben, damit wir ihn erfahren können oder sowas. Ja, gibt immer Erklärungen. Also scheinbare Erklärungen muss man dann halt glauben. Das ist das Problem mit diesen Erklärungen. Man kann es ja halt glauben oder auch nicht. Was dann schon die Methode wäre. So rechtfertigt es ich seine eigene Existenz sozusagen. Aber wie gesagt, man muss immer dran glauben. Aber im Ich-Erleben bleibt immer eine Art von Zweifel, weil könnte ja auch immer anders sein. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Und wenn man diesen Zweifel ausräumen will, dann muss man schon ganz arg fest an was glauben. Aber das nennt man dann Fundamentalist. Myanmar schreibt, das glaube ich nicht, dass es nichts gibt. Ich glaube an ein Ich und ein Du, einen Schöpfer und eine Schöpfung und dass es einen Sinn darin gibt. Wie du sagst, man kann es glauben oder nicht. Ja, genau. Und das ist das, was scheinbar passiert. Dorothea fragt, lieber Andreas, gibt es Ursache und Wirkung? Denn wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, dann entwickelt sich Demenz. Das wäre doch Ursache und Wirkung. Ja, aber nur scheinbar, weil das Ganze zeitlos und ungetrennt und unverursacht ist. Es ist eine ungetrennte Realität. Das heißt, in dieser Idee von Ursache und Wirkung ist natürlich alles schon aufgesplittert, rein vom Bild her, so wie sich das Ich vorstellt. Das Ich lebt in dieser, also nur für sich selber natürlich, in dieser zersplitterten Realität, wo alles getrennt ist voneinander, wo auch Momente voneinander getrennt sind. Da sieht es so aus, als ob es Ursache und Wirkung gäbe. Real. Ich meine, was das für das Ich unverständlich macht oder eigentlich ganz schwierig ist, dass es halt auch nicht anders ist. Das heißt, was hier gesagt wird, ist nicht der Versuch, eine neue Wahrheit zu verkaufen oder eine andere Wahrheit anzubieten. Es ist einfach genauso, wie es ist, nicht wirklich. Genauso, wie es ist, für niemand. Ich habe keine alternative Wahrheit anzubieten. Ich kann nicht sagen, es gibt keine Ursache und Wirkung. Dafür gibt es das und das und das und das. Nee, was scheinbar passiert, ist, dass es genauso ist, wie es ist. Ohne jemanden, der die Realität davon bezeugt, erkennt, erfährt, glaubt. Es gibt keine andere Realität.
Es gibt in Anführungszeichen immer nur das, was scheinbar passiert. Ohne Grund, nicht weil es real ist. Erik. Mikrofon noch anmachen. Du hast doch mal in früheren Talks, meine ich, gesagt, dass praktisch auch die Leute, die sich nach Gott oder nach sowas sehnen, ja, so, dass das letztendlich alles ist. Also das jetzt hier und also das Reale und Irreale gleichzeitig. Ja. Genau. Siehst du das weiterhin so? Wollte ich nur mal so philosophisch fragen. Also es wäre einfach das, was scheinbar passiert. Genau. Und das so wie die Frau gerade eben, oder ich weiß nicht, ob es Frau oder Mann war, die gesagt hat, sie glaubt an Gott und dass alles real ist und dass alles einen Sinn hat. Und dann ist das, was scheinbar passiert. Und auch da ist niemand real, was sie oder er jetzt natürlich bestreiten würde. Aber auch dieses Bestreiten ist das, was scheinbar passiert. Und ist stimmig und ganz und komplett für niemand. Ja, die Frage ging dahingehend, dass du dieses stimmig und ganz auch, ob man das auch als Gott bezeichnen würde, könnte. Warum nicht? Ja, eben, da ist die warum nicht, klar. Genau, also dann wäre, dass wir hier gemeinsam vor dem Bildschirm sitzen, wäre dann Gott. Genau. Ja, genau. Unerreichbar, weil passiert schon. Aber ist nicht ganz der Gott, mit dem das Ich rechnet. Aber genau. Nee. Gott habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Vor allem hatte ich den Wunsch, es fühlt sich besser an. Es ist aber das. Ja. Genau. Ja, okay. Okay, danke. Noch eine letzte Frage im Chat. Ja. Michaela fragt, kann man dann nichts vorbeugend tun, dass es einem gut geht? Naja, das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil, also nicht wirklich natürlich. Es ist einfach jetzt gerade niemand da, der oder die etwas tut oder lässt. Dieser Eindruck ist geträumt. Und es bezieht sich in Anführungszeichen auf alle Gedanken, auf alle Handlungen. Ist einfach auch da so, wie es ist. Diese innere Vorbereitung, in der das Ich lebt, dieser Versuch, sich eine schöne Zukunft zu gestalten, in der man als Ich erfüllt sein wird, diese Vorbereitung ist absolut geträumt. Und die Mühe nicht wert, natürlich. Diese innere Suche, diese innere Ausrichtung auf, ich meditiere jetzt, damit ich später erfüllt bin, ein erfülltes, erleuchtetes Ich sein werde, die ist natürlich völlig für die Katz. Dass man sich den Keller voller Wasser stellt, falls doch die Welt untergeht oder, keine Ahnung, der ewige Lockdown kommt. Das ist das, was scheinbar passiert. Oder auch nicht. Na gut, ich glaube, wir haben es. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Yvonne und der Corinna und dem Devasetur. Und es gibt keine Botschaft. Es gibt nichts zu lernen. Es gibt keine Ratschläge meinerseits oder Lehren oder Belehrungen. Es gibt keine richtige und falsche Art zu sein. Dieser Eindruck zu sein hat sowieso keine Substanz. Und der Rest, in Anführungszeichen, alles andere, ist das, was scheinbar passiert. Unverursacht, wild und frei,
und gleichzeitig leer und bedeutungslos. Es ist die natürliche Realität. Es ist einfach so. Es ist einfach das. Und in Anführungszeichen, es wird immer auf eine Art so sein. Für niemand allerdings. Vielen Dank für den schönen Abend. Danke. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Vielleicht sieht man dich mal wieder. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.